Ich finde es in dieser ganzen Chaos, den wir jetzt haben mit der Spendenaktion, wir spenden morgen, also morgen empfangen wir noch Spenden im Verein Bohème im 5. Bezirk in der Schwarzwaldgasse 1, Eckebacher Platz von 17 bis 21 Uhr. Kommt, holt eure Jacken raus, holt eure alten Socken, was auch immer. Dort kann alles Menschenleben retten in diesem Moment. Das Schöne an dieser ganzen Aktion ist, dass ich die Phyllis kennenlernen durfte, dass ich den Georg kennenlernen durfte, dass wir auch aus der Politik Verständnis bekommen haben, aber auch von euch jede einzelne Spende zählt. Dankeschön, dass ihr alle so viel gespendet habt. Danke auch an die Karin und an alle möglichen Leute, um jetzt nicht alle aufzuzählen. Ich werde noch meine Rede bringen, die ich heute aufgeschrieben habe, inzwischen den ganzen Aktionen. Lassen wir sie verdursten und verhungern, sagt der Bürgermeister von Bichatsch. Am besten wäre es, sich zu konzentrieren, rät Österreichs Ex-Innenminister Herbert Kickl. Und ein anderer, der hört gar nicht auf zu jubeln über seine sogenannten quasi zivilisatorischen Erfolge. Ja nur ich habe die Balkanroute geschlossen. Ihre Sprache ist fangen, ihre Sprache ist deportieren, ihre Sprache ist schließen, ihre Sprache ist internieren, ihre Sprache ist konzentrieren, ihre Sprache ist verdursten und verhungern lassen. Ihre Sprache ist die Sprache, die eigentlich jeden Menschen mit auch nur dem kleinsten Mikroteilchen an Gewissen, Mitgefühl und Anstand noch immer sprachlos machen sollte. Aber nein, es ist 2019, es ist in Europa. Und ja, es ist genau diese von Ihnen salonfähig gemachte rassistische, hetzerische Sprache, der auch immer mehr wir werden uns wundern, konkrete Taten folgen. Der neueste Tiefpunkt ist das Horrorcamp von Vučjak. Ein Lager auf einer einstigen Müllhalde, wo Menschen ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne Strom, ohne WCs im Dreck und in der Kälte, neben Schlangen und Minenfeldern wie ein Packerl Müll entsorgt werden und ohne auch nur einen Hauch von Scham zum Krepieren freigegeben sind. Schwarz auf weiß, abgesegnet von höchster Stelle, ganz offiziell mit amtlichen Papieren, mit einem fetten Stempel der bosnischen Behörden vom Bürgermeister unterschrieben. Das ist eine Schande, die Schande Europas. Meine Damen und Herren, also willkommen in Bosnien-Herzegowina, Dame i Gospodo, dobrodošli u Bosnu i Herzegowinu. Nein, nicht nur Bosnien-Herzegowina. Willkommen nach Kroatien, in das Touristenparadies, wo sie uns immer diese Strandidylle zeigen auf den Werbungen. Aber was ist hinter den Bergen, die man vom Strand sehen kann? Was passiert dort an den EU-Außengrenzen? Ja, systematische Misshandlungen. Geschlagen werden meistens auch noch so lange, bis ihre Arme und Schultern gebrochen werden, so wie wir das von vielen dort in Vučjak gesehen haben, alle mit Gipshänden und so weiter. Nicht nur Bosnien, nicht nur Kroatien. In Slowenien werden eigene Kampfhunde geschickt, traumatisierte Hunde, die traumatisierte Geflüchtete so einschüchtern sollen. Divide et impere, teile und beherrsche, es ist das Trauma versus dem Trauma. Es ist die Armut versus der Armut, es ist das Elend versus dem Elend. Das System hat wahrlich System. Sind wir uns ehrlich, es hat einen neuen Namen bekommen. Es ist Vučjak, das System ist Vučjak. Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowenien, aber nicht nur diese Länder, sondern auch die Inseln der Seligen. Die Inseln der Seligen. Österreich, die in Wirklichkeit auf europäischer Ebene Mutter und Vater dieser unmenschlichen Asylpolitik ist. Wenn Sie Worte sagen und verwenden, wie konzentrieren, Umvolkung, unsere Kultur, siebte Million, das haben wir alles gesehen in den letzten eineinhalb Jahren, dann sagen wir nein, wir sind das Land von Nachbarn in Not. Wenn Sie sagen Christiane Hörbiger, dann sagen wir mit Stolz, nein, wir sind das Land von Johanna Donal und Ute Bock. Wenn Sie sagen Akademikerball, dann sagen wir Flüchtlingsball, Diversityball, Fridays for Future und Donnerstagsdemo.
Und wenn das, was sie sagen und tun, unsere Kultur sein soll, wenn das Land der Berge eigentlich der Ziehvater, das Land der Wutschaks werden soll, dann sind wir und bleiben es die immer mehr notwendig gewordene Gegenkultur. Dort, in Wutschak. Ja, Herr Kurz, kommen Sie mit. Nicht ins Geilomobil, ins Realomobil, ins Trauermobil nach Wutschak. Kommen Sie mit uns mit. Liebe Leute, ich hoffe, das Schöne, was ich gesagt habe am Anfang, dass wir zusammenkommen, Phyllis, Georg, Monika, Mocke, ich könnte alle am liebsten alle 10 Namen aufzählen, aber das werde ich jetzt nicht tun. Tut euch zusammen, trotz Unterschiede, trotz verschiedener organisatorischer, parteilicher und so weiter Unterschiede, wir müssen einen Konsens haben und dieser Konsens ist die Menschlichkeit. Und das ist die größte Waffe im Kampf gegen die Europäische Union, diese neue Art der unmenschlichen Asylpolitik in ganz Europa. Dankeschön, dass es euch gibt. Kommt morgen spenden. Hier.